True Crime Tuesday, meine Freunde, wir sind wieder back on track beim Insolito, meinem Arbeitgeber. Wir kennen das ganz genau. Freud in der Badewanne zerteilt. Der Fall Tanja B., die Kettensägenfrau. Die Kettensägenfrau. Ich habe vorhin gehört, da gab es auch eine Doku im hessischen Rundfunk über den Fall. Es kommt mir bekannt vor vom Hören, aber ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Klingt so ein bisschen wie die Eisfrau, ne? Da gab es ja auch eine Frau, die hat ihre Opfer vereist irgendwie und dann in Eisblöcken gestored oder irgendwie so. 11. Juni 2018 beginnt für die Beamten des Polizeireviers in Schlüchtern ruhig und entspannt. 2018? Doch um 10.10 Uhr betritt eine Verwaltungsangestellte das Büro des Dienststellenleiters und legt ihm einen Brief auf den Schreibtisch. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Eigentlich. Doch in diesem Brief gesteht eine Frau einen Mord. Den brutalen Mord an ihrem Lebensgefährten. Okay. Also sie hat sich direkt gestellt, oder was? Der erste Insolito-Fall, den wir in einer Minute gelöst haben. Was geht ab, Alter? Okay. Mittlerweile bin ich in Spanien angekommen, aber die Fahrt war echt anstrengend. Insgesamt haben wir über 20 Stunden gebraucht. Bist du deppert, Alter? Da scheiße ich auch drauf. BookBeat. Hörbücher 30 Tage gratis. Das hört sich gut an. Ey, wenn ihr Fan von Hörbüchern seid, schaut da gerne vorbei. Ich habe das mal ausprobiert, aber es ging nicht so gut für mich, weil ich brauche immer irgendwas, was ich mir anschauen kann nebenbei. Aber er hat ein eigenes Spiel. Lol. Aber gerne vorbei schon. bit.ly/insolito-bookbeat und gönnt euch BookBeat über den Code von Insolito. So. Schon wie dreistig die Werbungskippe. Der Brief. Oder glaubst du, hat sie sich nicht gestellt, sondern hat sie nur gesagt, so, yo, ich war's und dann ist am sie geflohen. Am 11. Juni 2018 bricht Polizeioberkommissarin Sabine Meyer um 10.50 Uhr zu einer Einsatzfahrt ins 8 Kilometer entfernte Steinau an der Straße auf. Die osthessische Stadt liegt etwa eine Stunde östlich von an der Straße, Frankfurt und verzeichnet knapp 11.000 Einwohner. Okay. Um 11.05 Uhr erreichen sie schön. Und ihr Kollege die Niederzeller Straße. Die Gegend wirkt dörflich und friedlich und nichts deutet darauf hin, dass sich hier ein grausamer Mord ereignet haben könnte. Ja. Die beiden Beamten betreten ein Haus mit 9 Parteien. Im dritten Stock bleiben sie vor einer Wohnungstür stehen. Als die beiden Beamten die Tür öffnen, was ist da passiert? Ist da gebrannt? Wird ihnen klar, dass sich ihre schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet haben. Oder kommt es vom Rauchen? Kann das sein? Sie machen nur kurz ein Foto und verlassen die Wohnung sofort wieder. Denn sie sind nicht die richtigen Leute für ein Verbrechen dieses Ausmaßes. Es erfordert Fachleute. Aber machen wir nochmal einen Sprung zurück. Um 10.10 Uhr, also gerade einmal eine Stunde zuvor, nimmt der bis dahin ruhige Montagmorgen auf dem Polizeirevier in Schlüchtern eine dramatische Wendung. Die Verwaltungsangestellte öffnet wie jeden Morgen die Post. Als sie den letzten Umschlag aufmacht, fallen ihr Wohnungsschlüssel entgegen. Nichts ahnt, beginnt sie die Zeilen des dazugehörigen Briefes zu lesen. Und bereits nach wenigen Worten wird ihr klar, dass sie sofort den Dienststellenleiter informieren muss. In dem Brief steht Folgendes. Zigarettenrauch? Guten Tag. Hiermit lege ich, Tanja B., ein Geständnis ab, dass ich meinen Lebensgefährten Martin F. in unserer gemeinsamen Wohnung in der Niederzeller Straße in Steinau aus Notwehr erstochen habe. Mhm. Aus Notwehr. Ja? Er hat irgendein Kraut gegessen, das er mitgebracht hat und angeblich potenzfördernd ist, aber er hat davon Dinge gesehen, die nicht da waren und gesagt, ich wäre vom Teufel besessen und wollte mich erwürgen. Als er aggressiv auf mich losgegangen ist, habe ich das Messer genommen und zugestochen. Aus Angst, dass er mir den Hals zudrückt. Es war der einzige Weg, um mich zu befreien und somit Notwehr. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland zulässig wäre. Ich meine, das klingt lächerlich, aber du musst, glaube ich, verhältnismäßig handeln. Allerdings kannst du wahrscheinlich, wenn dir jemand mit dem Tod droht, auch... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, zumindest damals in Österreich haben sie uns das beigebracht beim Militär. Du hast ja auch eine Waffe, ne? Du hast ja eine Waffe und ich war Wachsoldat und die haben mir gesagt, naja, wenn einer auf dich zukommt und er möchte dich nur schlagen, dann darfst du ihn nicht mal mit der Waffe schlagen oder so, weil das ist ja unfair, weil du hast da ja ein Metall...
Das ist ja, das, weißt du, du kannst ihn ja damit töten oder sowas, wenn du ihn dazu stichst. Schießen darfst du das recht gar nicht und sowas. Ich müsste dann theoretisch einfach im Faustkampf mit ihm gehen und sowas. Das wäre Notwehr. Ich glaube, in dem Fall, wenn er wirklich so komplett delusional ist und auf irgendwelchen Drogen ist oder sowas, dann könntest du das schon rechtfertigen. Oder zumindest würdest du eine stark reduzierte Strafe bekommen. Wirklich? Ja, ja. Safe. Wenn er ein Messer hat oder sowas, wenn er einen Gegenstand hat, womit er dich töten kann, dann darfst du ihn auch erschießen. So, aber wenn er einfach nur mit den Händen auf dich losgeht und du schießt, dann wird es schwer zu beweisen, dass du in der Not warst, weil du hast ja immer, naja, ich weiß nicht, was da der Gedanke ist, aber es ist auf jeden Fall deppert. Ich habe von meinen... Wenn der vor mir steht und sagt, hallo, ich bring dich jetzt um, naja, schieße ich auf ihn. Verletzungen, Beweisfotos gemacht, dass sie sehen können, was er gemacht hat und ich mich wehren musste. Okay. Ich habe immer wieder auf ihn eingestochen, bis er mich losließ. Dann ist er vor meinen Füßen gestorben. Ich wollte das nicht. Es tut mir leid. Ich hatte solche Angst. Was hätte ich machen sollen? Dann habe ich ihn ins Badezimmer gebracht und dort mit einer Kettensäge zerteilt. Er ist noch im Badezimmer in Müllsäcken. Mir glaubt ja eh keiner, da ich vorbestraft bin und auf Bewährung. Es tut mir schrecklich leid und ich werde mich in 2 Wochen in Schlüchtern auf dem Polizeipräsidium stellen. Ich schicke ihnen die Schlüssel zu unserer Wohnung, damit sie die Tür öffnen können und damit mein Lebensgefährte aus der Wohnung geholt und begraben wird. Es sind noch 2 Katzen und Rennmäuse in der Wohnung. Könnten Sie die bitte ins Tierheim bringen? Vor dem Badezimmer habe ich blaue Müllsäcke befestigt, dass kein Gestank rauskam. Die Beerdigung für meinen Lebensgefährten soll in Steinau sein, denn er hat Steinau sehr geliebt. Tanja B. Also ich glaube, wenn ich jemanden aus Notwehr töten würde, dann ist es ja auch realistisch, ne? Da geht auf dich zu und du denkst dann, naja, ich habe nur ein Messer und ich steche auf ihn ein. Okay, und er stirbt, natürlich. Lebenswichtige Organe, wo willst du hinstechen? Du wirst ihm ja nicht in den kleinen Finger stechen oder triffst ja auch nicht einmal und sowas. Du stichst einfach nach vorne. So, der ist dann im Bauch und sowas. Okay, er stirbt. Warum zerstückle ich ihn dann? Ist das dann so der erste Gedanke? Yo, by the way, ich habe meinen Mann erstochen. Ich müsste ihn jetzt aufteilen. Ich müsste ihn jetzt zerstückeln. Und dann nehme ich mir 2 Wochen Urlaub und dann stelle ich mich. In dem Brief steht außerdem, dass sich die 34-jährige Tanja B. derzeit in Ostdeutschland aufhält, um noch einmal ihre Kinder zu besuchen. Und dass die Tat selbst bereits 1 Woche zurückliegt. Es könnte sich bei dem Brief zwar auch um einen geschmacklosen Streich handeln, doch klar ist, dass dem nachgegangen werden muss. Deswegen werden Sabine Meyer und ihr Kollege zu der Wohnung in der Niederzeller Straße geschickt. Bro, als sie mit dem Schlüssel die Wohnungstür öffnen, sehen sie eine Zimmertür, die mit Klebeband und Müllsäcken abgeklebt ist. Am Boden befinden sich blutige Abdrücke, die so aussehen, als wäre jemand barfuß durch Blut gelaufen. Die Beamten machen ein Foto von der Wohnung und informieren anschließend das Kriminalkommissariat Gelnhausen über die Situation. Und diese... So hat das von außen aus gesehen? Hat das kein Nachbar bemerkt? Fix, ja, die... Die Tanja, dieser Verrückte. Übernehmen die Ermittlungen in diesem mysteriösen Fall. 1 Woche vor allem ist es ja schon her. Also wenn euch das mal passiert, dass ihr jemanden umbringt, aus welchem Grund auch immer, sofort die Polizei holen, weil wenn du nicht der Schuldige bist, dann ist gut, wenn so früh wie möglich alle da sind, weil dann könnten sie theoretisch bei ihm vielleicht sogar im Blut noch dieses Kraut nachweisen. Vielleicht hat er auch noch ein bisschen was übrig gelassen oder so, was auch immer. Können Sie sagen, fix, der war unter Einfluss von Drogen. Jetzt ist das schon längst aus seinem System draußen und er war einfach ein normaler Mensch. Jetzt kannst du es nicht mehr nachweisen, jetzt hat die Tanja B. Pech gehabt. Tanja Pech. Dafür steht das B. Achso, die Badezimmertür war das. Der 57-jährige Kripo-Beamte Franz Effinger übernimmt die Leitung der Ermittler. Sorry, zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr treffen er und seine Kollegin am Tatort ein. Genau, oder gemeinsam mit Sabine Meyer betreten sie die 2-Zimmer-Wohnung im 3. Stock. An einigen Möbeln klebt verschmiertes Blut. An der abgeklebten Tür ist der Personalausweis von Martin F., dem vermeintlichen Opfer, befestigt. Und ganz kurz, in einem Mehrparteienhaus haben die das nicht wahrgenommen, dass jemand eine Leiche mit einer Kettensäge zerstückelt? Wenn mein Nachbar bohrt, okay, wenn mein Nachbar Tischtennis spielt, okay. Wenn eine Kettensäge losgeht. Die Ermittler entfernen langsam das Klebeband und öffnen die Tür einen Spalt. Ihnen schlägt direkt ein starker Verwesungsgeruch entgegen. Boah. Im Badezimmer finden sie eine beträchtliche Menge Blut vor.
Zusätzlich entdecken sie mehrere gefüllte Müllsäcke, ein Handbeil und mehrere Messer. Neben der Badewanne steht eine blutverschmierte Kettensäge. Alles sieht so aus, als hätte Tanja B. in ihrem Brief die Wahrheit gesagt. Die Rennmäuse werden gerettet und die beiden Katzen der Nachbarin übergeben. Danach verlassen die Beamten die Wohnung, um das Tatortkommando und die Spurensicherung zu kontaktieren. Auch die Staatsanwaltschaft wird informiert. In der nächsten Stunde treffen Staatsanwalt Dominik Mies, das Tatortkommando und die Spurensicherung an der Wohnung ein, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Beim Tod kannst du die Droge auch später nachweisen. In der Totenstarre ist es noch feststellbar, laut meiner Mutter, gelernte ehemalige Krankenschwester auf Intensiv. Ah, okay, okay. Okay. Okay, wie lange? Sie stellen fest, weißt du das? Dass sich in den Müllsäcken tatsächlich Leichenteile befinden, an denen Messerstiche zu erkennen sind. Plus, wenn sie dann die Leiche zerstückelt, dann ist ja auch wieder schwierig, ne? Weil dann verliert die Leiche ja auch Blut und ich schätze mal, das ist ja auch im Blut irgendwo. Ah. Und überstellen diese direkt in die Gerichtsmedizin. Okay. Die Vorgehensweise erscheint dem Ermittler stümperhaft, weshalb er davon ausgeht, dass die Tat nicht geplant war. In den meisten Räumen ist Blut und insgesamt herrscht Unordnung. Vor allem im Schlafzimmer, dem Raum, in dem Tanjas Lebensgefährte laut ihrem Brief auf sie losgegangen sein soll. Der Haaland. Für den Ermittler könnte die Unordnung und das Blut Hinweis auf einen Kampf sein. Er hält es deswegen für denkbar, dass es sich tatsächlich, wie von Tanja beschrieben, um Notwehr gehandelt haben könnte. Tanja hat auch von Kräutern geschrieben, die Martin genommen haben soll. In der Küche finden die Ermittler, neben verschiedenen Essensresten, tatsächlich die Rückstände von Kräutern. Sie überstellen diese in die Gerichtsmedizin. Bin gespannt, was das war. Dort findet man aber heraus, dass sie harmlos sind. Anders als von Tanja B. beschrieben. Okay, okay. Währenddessen untersucht die Rechtsmedizin die Überreste in der Uniklinik Frankfurt genauer. Sie können feststellen, dass alle Leichenteile dem 47-jährigen Busfahrer Martin F. zuzuordnen sind. Da die Überreste bereits 5 Tage in der Badewanne gelegen haben und es die letzten Tage sehr heiß gewesen ist, ist die Leiche bereits stark zersetzt. Die ausführliche Obduktion soll am Abend beginnen. Franz Effinger und seine Kollegen setzen in der Zwischenzeit alles daran, mehr über Tanja und ihren aktuellen Aufenthaltsort herauszufinden. Imagine, man muss sowas untersuchen, da ohne Spaß. Also es gibt viele Berufe, wo ich sage, das könnte ich nicht machen, aber das ist halt einer davon. Also so imagine, du schmierst dir so in der Früh dein Nutella-Brot oder was weiß ich was und dann im nächsten Moment stehst du in einer Wohnung, wo seit einer Woche ein Leichnam zerstückelter am Verwesen ist. Boah, ich könnte es nicht. Das sind Leute, die sind dafür geboren und die können das alles sehen und sowas. Naja, oder so Tatortreiniger. Da habe ich mal ein Video gesehen von einem, das war glaube ich bei Weiß, von einem Tatortreiniger, der aber illegal agiert. Also der ist für, weiß ich nicht, Mafia und irgendwelche Mörder und sowas ist der halt hingegangen und hat das halt alles beseitigt. Und der hat auch Geschichten erzählt von wegen so, ja, er weiß gar nicht, was genau passiert ist, aber überall sind irgendwelche menschlichen Reste quasi geklebt an den Wänden, an der Decke, was weiß ich wo. Also dafür musst du schon gemacht sein, um sowas einfach. Du machst es und dann gehst du nach Hause und dann spielst du FIFA. Weißt du, was ich meine? Tanja hat angegeben, zunächst noch 4 Tage in der Wohnung verbracht zu haben, bevor sie zu ihren Kindern nach Ostdeutschland gefahren sein soll. 4 Tage? Du gehst auch schlafen und dann wachst du so auf und dann gehst du so duschen neben deinem zerstückelten Mann? Doch der... Das ist halt das Ding. Warum sollte es dann... Oder wie kann das dann Notwehr sein? Es ist alles in Ordnung, dann kommt er nach Hause, ist high, du bringst ihn um und dann lebst du einfach ganz normal weiter? Genauer Aufenthaltsort von Tanja bleibt den Ermittlern unklar, da sie 7 Kinder von 3 verschiedenen Männern hat, die mittlerweile alle in Pflegefamilien leben. No lie, es besteht zudem die Sorge, dass Tanja ihren Kindern etwas antun und einen erweiterten Suizid begehen könnte. Ja. Um mehr über Tanja herauszufinden, befragen die Ermittler die Nachbarn des Mehrfamilienhauses. Vielleicht Schock, aber über 4 Tage? Einige berichten, dass sie in den letzten Tagen beobachtet haben, wie Tanja schwarze Müllsäcke in die Mülltonnen vor dem Haus geworfen hat. Ansonsten haben sie jedoch nichts Auffälliges gehört oder gesehen. Die Beamten gehen deshalb davon aus, dass zum Zertrennen der Leiche eine leisere Elektrokettensäge verwendet wurde und die Nachbarn deswegen nichts davon mitbekamen. Okay. In den Mülltonnen, von denen die Nachbarn gesprochen haben, können die Ermittler nichts Auffälliges finden.
weswegen sich dieser Ermittlungsansatz schnell wieder verletzt. Warte, ich will nur schauen, was da gestanden ist. Wer dieses Siegel unbefugt beschädigt, ablöst oder unkenntlich macht oder unbefugt unwirksam werden lässt, macht sich strafbar. Okay, lol. Polizei Hessen, Siegelmarke. Ach so, ein. Okay, das ist auf der Tür geklebt. Got it. Er wieder verläuft. Okay. Ja, das wird sie weggeworfen haben. Vielleicht auch nur so Gegenstände von ihm? Oder einfach normale? Ich meine, wenn sie da noch 4 Tage gelebt hat, vielleicht wollte sie. Was denn nicht? Ihre Bücher wegwerfen? Andere Polizeidienststellen, die sich in der Nähe der Wohnorte von Tanjas Kindern befinden, werden damit beauftragt, bei den Familien vorbeizufahren und nachzusehen, ob es den Kindern gut geht. Seit Tanja im September 2015 wegen verschiedener Betrugsdelikte in Haft musste, leben ihre Kinder nicht mehr bei ihr, sondern bei Pflegefamilien in unterschiedlichen Städten. Im November 2017 kam Tanja auf Bewährung frei, hatte jedoch seitdem keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern. Aber was hat sie gemacht? Und das scheint sich jetzt auch nicht geändert zu haben. Die Polizei stellt fest, dass es allen 7 Kindern und ihren Familien gut geht und dass Tanja keinen Kontakt zu ihnen aufgenommen hat. Okay. Damit bleibt aber die Frage offen, wo sich Tanja stattdessen in den letzten Tagen aufgehalten hat. Ach so, vielleicht war das auch nur so ein Ablenkungsmanöver. Naja, okay, sie schicken jetzt die ganzen Polizisten dorthin. Und währenddessen versucht sie abzutauchen, aber sie denken sich, okay, sie kommt ja eh in einer Woche. Wir vertrauen jetzt einfach mal auf die Frau, die ihren Ehemann hier zerstückelt hat. Und warten ab. Und in der einen Woche, während die Polizei in eine komplett falsche Richtung geführt wird, kann sie sich irgendwie raussneaken und sie chillt dann auf den Malediven oder so. In der Wohnung keine Handys gefunden werden, geht man davon aus, dass Tanja sowohl ihr Mobiltelefon als auch das von Martin bei sich trägt. Einige Hinweise sprechen ebenfalls dafür. So hat Tanja vor kurzem einen Anruf entgegengenommen und eine Sprachnachricht versendet. Okay. Zudem wurde von Martins Handy aus eine Nachricht in die WhatsApp-Gruppe seiner Arbeit geschickt. Zu einem Zeitpunkt, als er bereits tot gewesen ist. Außerdem ähnelt der Schreibstil auch dem aus Tanjas Brief, wodurch es naheliegt, dass sie die Nachricht verschickt und beide Handys bei sich hat. Ja, ich glaube nicht, dass sie sie nach dem Tod verschickt hat. Die Position der Handys führt schließlich nach Dortmund. Tanja ist in Dortmund geboren und aufgewachsen. Mhm. Daher vermuten die Ermittler, dass sie möglicherweise bei Freunden in der Stadt untergekommen ist. Zwischen 18 und 19 Uhr desselben Tages lässt sich der Standort der Handys auf die Gegend rund um den Dortmunder Hauptbahnhof eingrenzen. Da sich dieser Standort seit 2 Tagen nicht verändert hat, gehen die Polizisten davon aus, dass sie dort irgendwo untergekommen ist und kontaktieren daher alle Hotels in der Nähe. Ja, oder sie hat die Handys irgendwo versteckt, dass du das nicht so genau orten kannst. Wenn sie das da irgendwo, keine Ahnung, da irgendwo da drunter oder so, oder da in irgendeinen Schacht reinwirft oder sowas, hinter irgendeinem Mistkübel, so genau kannst du es ja nicht orten, oder? Weil ich glaube, sie können das nur orten an den nächsten Masten, wo sie quasi connected ist. Währenddessen beginnt um 20.30 Uhr die insgesamt 6-stündige Obduktion von Martin F.'s Überresten. Bist du deppert, oder? Die Gerichtsmediziner können feststellen, dass die Leiche vollständig ist und die Gliedmaßen mit einer Kettensäge abgetrennt wurden. Es lassen sich zudem 31 Stichverletzungen feststellen, davon 13 im Halsbereich. Ist das die Frage? Vielleicht hat sie ja irgendeine andere Waffe auch noch angewendet und das sieht man, keine Ahnung, so am Hals. So, und dann hat sie gesagt, okay, dann schneide ich hier einfach rein. Ich weiß es nicht. Weil warum sollte sie das sonst machen? Warum sollte sie sich überhaupt die Mühe machen, ihn aufzuteilen, wenn er ja sowieso tot ist und es sowieso nachweisbar ist und sie sowieso gesteht, dass sie das gemacht hat? Das ist die größte Frage für mich. Der Kehlkopf sowie die Halsschlagader wurden dabei durchtrennt. Schau dich an. Was letztendlich zum Tod von Martin F. geführt hat. Kurz nach den Stichverletzungen war Martin allerdings noch am Leben. Wow. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, das ist keine Notwehr mehr mit 31 Stichen. Also, ich habe auch schon Videos gesehen, weil ich wollte sagen, okay, das kann er niemals überleben, aber er war kurz danach noch am Leben. Ich habe auch schon Videos gesehen von Leuten, Bruder, der geht auf einen Polizisten zu und du denkst dir, weißt du, diese Bodycam-Footage, und er sagt ihm, stay right there, or I'm gonna shoot you. Na? Und er kommt immer näher und dann kommt er so und will ihn irgendwie mit einer Axt schlagen oder sowas. Der schießt 4-mal auf den und der Typ läuft weiter. Bruder, da weißt du auch nicht, was du machen sollst. Aber die in Amerika sind sowieso crazy. Da gibt es dieses eine Video.
von einem Polizisten, ich glaube, das habe ich eh schon mal erzählt, die sagen, die haben irgendwie 60 Schuss auf irgendeinen Typen abgegeben, der auf die Polizei losgegangen ist und dann gab es diese Pressekonferenz und da stellt sich hin und sagt, ja, grüße Gott, sie fragen sich wahrscheinlich, warum wir 60 Mal auf ihn geschossen haben, das liegt daran, weil wir keine Munition mehr hatten, sonst hätte man noch weiter auf ihn geschossen. Holy shit, Alter, die Leute haben auch... Was in Bezug auf die angegebene Nerven. Notwehr eine wichtige Rolle spielt. Diese setzt nämlich eine Handlungsfähigkeit des Angreifers voraus. Allerdings lassen sich auch Stichverletzungen an Martins Rücken feststellen, was nicht dazu passt, dass Martin auf Tanja losgegangen sein soll. Außerdem weist er Abwehrverletzungen an den Unterarmen und an dem Daumen einer Hand auf. Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse gehen die Beamten mittlerweile von einer vorsätzlichen Tat aus. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, theoretisch, er läuft auf sie zu und sie sticht ein paar Mal und dann läuft er immer noch auf sie zu und fällt vielleicht auf sie drauf, aber dann würdest du ja nicht so, wenn er so auf dir liegt, dann würdest du ja nicht so stechen. Das würde keinen Sinn machen. Menschlicher Körper ist viel resilienter, als man denkt. Das ist wirklich ein Wort. Man kann vieles überleben, vor allem der menschliche Brustkorb ist sehr robust. Ich glaube, das ist halt viel mit so Adrenalin und sowas, ne? Siehst du ja auch ein paar Mal, wenn du zum Beispiel einen Unfall hattest, Motorradunfall, du fliegst von deinem Motorrad und der Typ steht auf und sagt so, hey, what the fuck, warum hast du mich angefahren? Und nach 3 Sekunden fliegt er einfach hin und merkt gar nichts mehr, weil er einfach ohnmächtig wird, aber er checkt es nicht und er konnte einfach ganz normal weiterlaufen. Bruder, musst dir mal vorstellen, was kannst du mit einem Menschen aufführen, wenn du ihm Adrenalin manuell gibst und dann schießt auf ihn oder sowas? Der bleibt einfach stehen, das interessiert ihn nicht. So. Crazy. Die Festnahme. Ich sag, sie ist abgehaut und wollte gar nicht gefunden werden. Ich glaube nicht, dass sie sich gestellt hat. Um 21 Uhr erhalten die Ermittler einen Anruf aus Dortmund, bei dem ihnen mitgeteilt wird, dass Tanja B. in einem Hostel eingecheckt hat. Die Polizisten wollen sehr vorsichtig vorgehen, da die Möglichkeit besteht, dass Tanja bewaffnet ist und die Beamten angreift. Um kurz vor Mitternacht erfolgt schließlich der Zugriff. Okay, also die Zimmertür wird geöffnet und die Polizei findet Tanja auf dem Bett liegend vor. Sie lässt sich ohne Widerstand festnehmen und wirkt auf die Ermittler sehr ruhig, nahezu teilnahmslos. Die Polizeihauptkommissarin Sandra Schwan holt Tanja gemeinsam mit 2 Kollegen in der Nacht gegen 1.30 Uhr ab. Gemeinsam fahren sie die 250 Kilometer nach Gelnhausen. Während der Fahrt wirkt Tanja weiterhin sehr ruhig. Was ist das denn, 4 Stunden? Sie ist höflich gegenüber den Beamten, aber auch ziemlich zurückgezogen und sachlich. Sie erzählt noch einmal das, was sie auch in ihrem Brief geschrieben hat. Dass sie ihren Partner aus Notwehr habe töten müssen, da er auf sie losgegangen sei. Gegen 5 Uhr morgens kommen sie auf dem Revier in Gelnhausen an. Am nächsten Morgen, dem 12. Juni, beginnt um 10 Uhr Tanjas erste Vernehmung. Franz Effinger und ein Kollege führen die Befragung mit Tanja durch. Dabei macht sie einen sehr gefassten Eindruck. Effinger beschreibt die Situation wie folgt. Tanja B. war unscheinbar, mittelgroß, blonde Haare, etwas korpulenter. Sie wirkte sehr gefasst und wollte unbedingt ihre Version der Tat erzählen, auch wenn noch niemand danach gefragt hat. Währenddessen setzen die Ermittler ihre Untersuchungen am Tatort fort. Die Ergebnisse sind jedoch ernüchternd. Da Tanja nach der Tat noch 4 Tage in der Wohnung verweilte, hatte sie ausreichend Zeit, Spuren zu beseitigen und möglicherweise neu zu arrangieren. Ja. Tanja beteuert bei ihrer Befragung weiterhin, dass sie aus Notwehr gehandelt hat. Sie schildert den Vorfall wie folgt. Martin habe sich sterilisieren lassen und litt seitdem an Potenzproblemen. Okay, ganz kurz. Ich glaube, was smart gewesen wäre, wenn sie das nicht aus Notwehr gemacht hätte, wäre, dass sie sich vorher überlegt, okay, ich mache das und dann rufe ich direkt bei der Polizei an und sage, yo, hier, meine Adresse, schauen Sie da bitte vorbei, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich habe Panik und ich werde jetzt flüchten oder sowas. Und dann kannst du ja später, falls sie dich schnappen, immer noch argumentieren, ja, es war Notwehr, aber ich habe in dem Moment so eine Panik gehabt, dass ich abhauen wollte und dann, während ich auf der Flucht war, habe ich mir gedacht, scheiße, warum bin ich abgehauen? Jetzt werden sie mich safe finden jetzt werden sie mich safe verurteilen und dies und das und jenes. Das wäre smarter gewesen, als dann erstmal noch zu sagen, ja, ich war eh noch 4 Tage in der Wohnung. So, weil das nimmt dem Ganzen die Glaubwürdigkeit. So, spätestens am dritten Tag
müsstest du eigentlich aufwachen und sagen, oh mein Gott, ich habe meinen Mann umgebracht und ihn zerstückelt und ich habe das immer noch nicht gemeldet. An diesem Tag brachte er laut ihr ein Kraut mit, das angeblich potenzfördernd sein sollte. Gemeinsam legten sie sich zum Mittagsschlaf hin. Doch plötzlich erwachte Martin und schien völlig verwandelt. Zupfel, danke schön. Er sprach wirr, verdrehte die Augen, sah Dämonen und schien in Tanja den Teufel zu sehen. Daraufhin ging er in die Küche, holte ein Messer und bedrohte sie damit. Doch etwas später legte er das Messer kurz auf dem Nachtschrank ab. Okay. Diesen Moment nutzte Tanja und versuchte aus dem Schlafzimmer zu fliehen. Doch Martin packte und würgte sie. In diesem Moment griff sie das Messer auf dem Nachtschrank und stach auf ihn ein, bis er schließlich von ihr abließ. Tanja betont, dass sie zuerst in seinen Hals gestochen habe, was mit den Obduktionsergebnissen übereinstimmt. Dennoch halten die Ermittler ihre Version der Ereignisse für recht unwahrscheinlich. Ja. Sie glauben, dass Martin in einem solchen Ablauf früher reagiert und versucht hätte, ihr das Messer wegzunehmen. Auf die Frage, wie oft sie auf ihn eingestochen habe, gibt Tanja an, dass es wie ein Rausch gewesen sei und sie erst aufgehört habe, als er vor ihr zusammengebrochen sei. Ich meine, das kann auch sein, dass du in dem Fall einfach nichts mitbekommst. Ich habe einmal so ein Video gesehen von einer Probeübung in einem Restaurant, was passiert, wenn jemand anfängt zu schießen. Und das war, glaube ich, von so Polizisten. Ich bilde mir ein, das war von so Polizisten. Und dann haben sie so ein Szenario gemacht. Und er hat halt eine Fake-Waffe gehabt, der andere hat auch eine Fake-Waffe gehabt. Und er weiß aber auch nicht, wer da jetzt irgendwie der Übeltäter ist und bla bla. Und dann hat einer gesagt so, ja, I'm gonna shoot everybody, bla bla. Und dann hat er halt so auf ihn geschossen. Und er hat dann später gesagt, der Polizist hat auf ihn geschossen. Und er hat dann später gesagt, ja, ich bin mir sicher, ich habe 4 oder 3 Schüsse abgegeben. Und dann haben sie gesagt, na, wir haben nochmal nachgezählt, es waren irgendwie 8 oder sowas. Und da ist so, what the fuck? So in dem Moment, da vergeht die Zeit einfach langsam für dich, weil du, ich meine, gut, das war ein Trainingsszenario, aber im echten Leben, weil du auf einmal weil du so viele neue Eindrücke bekommst und so unter dem Adrenalinrausch stehst, dass du das alles mehr mitbekommst und dann, wenn du die ganze Zeit am Stechen bist und sowas, du zählst ja nicht mit, sondern es passiert einfach und du denkst dir, what the fuck passiert hier gerade und auf einmal hast du schon 15 Mal reingestochen. Na? Also das, nicht, dass es hier unabsichtlich passiert ist oder so. Natürlich machst du das bewusst, aber naja. Tanja berichtet, dass sie aus Angst, dass man ihr nicht glauben würde, die Leiche zerstückelt habe, anstatt direkt die Polizei zu alarmieren. Hä? Warum soll ich ihr jetzt glauben? Und ihrer Bewährung hätte... Ah, stimmt, sie haben recht, der ist ja zerstückelt worden. ...hätte sie große Furcht davor gehabt, wieder ins Gefängnis zu müssen. Ihr Ziel sei es gewesen, die Leiche verschwinden zu lassen, und da sie den Körper nicht im Ganzen transportieren konnte, sah sie sich gezwungen, ihn zu zerteilen. Okay. Die erste Kettensäge sei dabei kaputt gegangen, da sie die Kette nicht richtig auf das Blatt gezogen habe. Deshalb habe sie eine neue kaufen müssen. Dafür fuhr sie extra in das rund 20 Kilometer entfernte Wächtersbach. Kassenzettel belegen, dass sie dort in einem Baumarkt zudem Klebeband, Abdeckfolie sowie einen Schutzanzug gekauft hat. Mhm. Tanja wiederholt beharrlich ihre Version der Ereignisse. Die Ermittler bemerken, dass es fast so wirkt, als hätte sie jeden Satz einstudiert. Es fällt auf, dass sie die gesamte Zeit über ruhig und gefasst bleibt. Was angesichts der angeblichen Notwehr, bei der ein geliebter Mensch ums Leben kam, ungewöhnlich ist. Ja, fix, weil er ist ja nicht mal so auf sie losgegangen, sondern sie hatte ihn ja gern und sowas. Und das war einfach eine Psychose oder was auch immer, also nicht Psychose, aber durch Drogen beeinflusster Zustand, den sie einfach noch gar nicht kannte. Und dementsprechend war das, wie wenn es ein fremder Mensch ist, aber am Ende ist er trotzdem so dein Lebensgefährte gestorben. Weiter berichtet Tanja, dass sie nach Martins Tod Fotos mit ihrem Handy gemacht habe, um die Würgemale an ihrem Hals zu dokumentieren. Okay. Aber weder die Ermittler noch die Rechtsmedizin sind von den Fotos überzeugt. Zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung können zudem keine Abwehrverletzungen mehr an ihrem Körper festgestellt werden. Auch auf Überwachungsaufnahmen, die Tanja beim Geldabheben am Morgen nach der Tat zeigen, sind keinerlei Verletzungen oder Würgemale zu sehen. Auf den Aufnahmen trägt sie nur ein Shirt. Dementsprechend wären zumindest die Würgemale gut sichtbar gewesen. Mhm. Tanja hat sich zudem am letzten Wochenende auf der Tattoo-Convention in Dortmund ein Tattoo stechen lassen. Mit Martins Namen sowie sein Geburts- und Sterbedatum. Wow. Okay. Für die Ermittler wirkt das alles äußerst suspekt. Sie hegen starke Zweifel daran, dass Tanja tatsächlich aus Notwehr gehandelt hat. Um 14 Uhr wird Tanja einer Haftrichterin am Amtsgericht Hanau überführt. Das, ja.
Sie selbst sagt nichts, so wie es ihr von ihrem Anwalt geraten wurde. Schließlich wird Tanja in U-Haft genommen. Ihr wird Totschlag vorgeworfen. Mord kann man ihr nicht vorwerfen, da die Mordkriterien Grausamkeit und Heimtücke fehlen. Das Grausamkeit? Bruder, 30 Mal auf ihn eingestochen und ihn dann zerteilt, das ist nicht grausam? Ab wann ist es grausam? Bruder, was muss ich machen? Yo, Totschlag. Ja, okay, ich habe ihn ermordet und so. Oder ist es, weil sie die Aussage gemacht hat, dass sie attackiert wurde? Ich kann einfach immer Mord entgehen, wenn ich sage, ja, okay, ich wurde zuerst angegriffen. Ich meine, Heimtücke, okay. Da war jetzt nicht so, keine Ahnung, er hat zuerst sie beklaut und dann hat sie ihn erstochen oder sowas. Aber naja, okay, Mama sagt, dann kann sie nicht gewürgt, dann kann sie nicht gewürgt sein, dass sie sonst blaue Flecken am Hals haben. Hämatome halten viel länger. Ich denke es mir eh auch. Also ich weiß nicht, wie gut man das auf den Überwachungskameras sieht, aber ich denke mir, spätestens der Tätowierer, wenn du Tätowierer bist und du siehst, aha, Moment mal, das Sterbedatum, das war jetzt vor ein paar Tagen und da sitzt eine Frau vor mir, die blaue Flecken hat, dann würde ich mir denken, okay. Das Zersägen der Überreste kann nicht als Grausamkeit gewertet werden, da Martin zu diesem Zeitpunkt bereits tot gewesen ist. Ja, okay. Die Ermittler fokussieren sich nun verstärkt auf die Beziehung zwischen Tanja und Martin. Martin hat als Busfahrer gearbeitet und einen guten Ruf genossen. Seine Kollegen beschreiben ihn als zuverlässig und gelassen, was nicht zu einem gewaltsamen Angriff auf Tanja passt. Die beiden hatten sich vor einem Jahr kennengelernt, als Tanja noch im Gefängnis saß. Martin besuchte sie regelmäßig und ließ sie schließlich bei sich wohnen. Wie haben sie sich kennengelernt im Gefängnis? Ist einfach random ins Frauengefängnis gegangen und hat sich so eine ausgesucht? Einzig und allein dadurch gelang es, Tanja früher aus der Haft entlassen zu werden, da sie so einen festen Wohnsitz vorweisen konnte, was eine der zu erfüllenden Auflagen war. Leichenschändung, ja, ist es safe. Die Nachbarn berichten, dass die beiden in den Tagen vor Martins Tod häufiger Streit hatten und sie nicht mehr wie sonst Hand in Hand das Haus verließen. Ich weiß auch noch nicht, warum sie im Gefängnis war. Das wäre eigentlich ganz, ganz gut zu wissen, ob es irgendwie Körperverletzung war oder einfach nur so, keine Ahnung, schwarz waren und dann kannst du es nicht zahlen, ne? Laut Martins Bekannten hatte er in Erwägung gezogen, die Beziehung zu beenden. Es störte ihn, dass Tanja arbeitslos war und finanziell Betrug? Nichts zum gemeinsamen Leben beitrug, stattdessen aber regelmäßig online einkaufte. Eine Trennung hätte möglicherweise bedeutet, dass Tanja ihren festen Wohnsitz verliert, was eine ihrer Bewährungsauflagen war und so möglicherweise einen weiteren Gefängnisaufenthalt nach sich gezogen hätte. Das könnte auch ein Motiv sein. Und auch bereits in der Vergangenheit war Tanja durch gewalttätiges Verhalten aufgefallen. So hatte sie beispielsweise die Katzen ihres Ex-Mannes getötet. Warum ist das so ein wiederkehrendes, aber ist ja schön, dass sie sich um ihre Katzen da kümmert und sowas, die Ehrenfrau und sowas. Warum ist es immer so ein wiederkehrendes Ding, dass Menschen, die andere Menschen umbringen, zuerst Tiere umbringen? Ich meine, ich sag nicht, dass es nicht Notwehr war oder sowas. Keine Ahnung, was das Gericht dann beschlossen hat. Aber, die abschließenden Obduktionsergebnisse untermauern schließlich die Theorie eines Verbrechens. Martin F. hat vor seinem Tod weder irgendein Kraut noch andere Drogen konsumiert. Ja. Dafür finden sich auf Tanjas Handy zahlreiche Suchanfragen zu Tötungsmethoden. Bereits Ende April 2018 beginnt sie nach der tödlichen Wirkung von Pflanzen wie Maiglöckchen, Tollkirsche und Muskatnuss zu googeln. Ich schwöre, also manche Menschen, die hören auch einfach in Knall. Also, was soll ich dir dann sagen? Was soll ich dir da sagen? Du gibst es in Google ein auf deinem Telefon. Ich meine, wenn ich das wirklich machen möchte, dann, keine Ahnung, dann nehme ich das Geld in die Hand. Das ist hier keine Anleitung oder irgendwas. Dann gehe ich mit im Bar, gehe ich zum nächsten Handyverkäufer, sage ihm, du, gib mir halt irgendwas, ist ja scheißegal. Dann hole ich mir da von irgendwo eine SIM-Karte, stecke sie rein in mein Handy. Keiner hat eine Ahnung, dass ich das bin, weil ich habe das Bar gekauft oder unter falschem Namen oder sowas. Dann fahre ich irgendwo weit weg, log mich ein, google tödliche Wirkung durch Muskatnuss, weiß, aha, mach krrk, und dann vergreife ich das Handy oder sprühe da irgendwie Acid drauf oder sowas und dann fahre ich nach Hause. Später interessiert sie sich auch für die Überdosierung verschiedener Medikamente. Na, sie googelt das von hier, tanjab@gmail.com. Während sie anfangs eher nach passiveren Methoden sucht, steigert sich dies später zu Anfragen wie Tüte über den Kopf, Tod durch Ersticken. Nach der Tat sucht sie online nach Gefriertruhen und bucht eine Reise in die Niederlande. Für die Ermittler ist nun nicht nur klar, dass es sich um eine vorsätzliche Tat gehandelt hat, sondern auch, dass es ein Mord gewesen ist. Es gibt auch noch Internetcafés, ja, aber die werden wahrscheinlich überwacht. Na? Aber bei den SIM-Karten musst du doch deinen Namen angeben. Ja, dann fälsche ich einen Pass. Da die Kriterien der Planung und des Vorsatzes erfüllt sind,
Na, also ich meine, das ist jetzt nicht, es ist jetzt kein so, aha, hier, so sollte man das machen oder so, sondern ich meine, denken die Menschen nicht nach? Mir als Biologiestudenten könnte mir da total einen Strick draus gedreht werden. Hilfe. Ja, safe. Ich habe mir auch schon gedacht, ich hab paar lustige Sachen schon googeln müssen und sowas, ne? Weil ich sie für Thumbnails brauche. Aber naja, gefälschter Pass ist mehr Arbeit als NordVPN. Das ist natürlich richtig, aber was noch besser ist als NordVPN, ist natürlich Sabros, das weiß jeder. In Bibliotheken kann man kostenlos surfen. Naja. Dann in der Bibliothek den Mord planen. Der Prozess. Okay, aber Minimum Totschlag muss man da schon machen. Und Leichenschändung oder Leichen. Am 7. Dezember 2018 eröffnet das Landgericht Hanau das Verfahren gegen Tanja B. Sie bewahrt während des gesamten Prozesses ihre kühle Art und wirkt beinahe desinteressiert und unbeteiligt. Ihr Ex-Mann tritt als Zeuge auf und beschreibt Tanja als aggressiv und psychisch instabil. Mehrere Zeugen berichten, dass Martin unglücklich gewesen ist und eine Trennung in Erwägung gezogen hat. Tanja hingegen betont, dass ihre Beziehung glücklich gewesen sei. Sie erzählt von gemeinsamen Ausflügen und Radtouren und sagt, dass Martin der Mann gewesen sei, mit dem sie alt werden wollte. Die Rechtsmedizin bietet vor Gericht einen neuen Blick auf den Fall. Aufgrund der Stichwunden gehen sie davon aus, dass das Opfer während des Angriffs gelegen hat. Da Martin sich kaum gewehrt hat, deutet dies darauf hin, dass Tanja ihn im Schlaf attackiert hat. Martin hat noch versucht, sich nach den Stichen aufzurichten und Gegenwehr zu leisten. Doch schon nach kurzer Zeit erlag er dem Blutverlust und erstickte an seinem eigenen Blut. Aufgrund des Matratzenschoners auf dem Bett wurden nur wenige Blutspuren gefunden. Das ist auch wirklich, das ist der krasseste Tod. Also ich habe auch damals, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber es ist sehr interessant. Der Columbine-Attentäter Dylan Klebold, na, 1999, das sind die beiden, Dylan Klebold und Eric Harris, sind in Columbine in einer Schule gegangen und haben Schüler erschossen. Und was man aus den Dokumenten heraus liest, ist, dass Dylan, also Eric hat sich mit einer Schrotflinte erschossen und das Dings, aber Dylan hat sich mit einer Pistole erschossen. So, und es kommt öfter vor, tatsächlich, dass Menschen das entweder überleben oder zumindest erst Stunden später versterben. Bei einem Kopfschuss, das ist wirklich so. Da gibt es ein crazy Polizei-Interview, wo einem in den Kopf geschossen wurde und der Polizei ist es nicht aufgefallen und sie haben ihm nicht geglaubt, bis sie ihn dann später irgendwann mal ins Krankenhaus gebracht haben und dann sind sie draufgekommen, er hatte recht, aber weil das erst zu spät erkannt wurde, ist er dann gestorben. Komplett insane. Aber auf jeden Fall, er, Dylan, hat sich selbst erschossen und was passiert ist, es gab mehrere Leute in der Bibliothek, die immer noch am Leben waren, die das mitbekommen haben und die gesagt haben, dass er immer noch am Leben war danach und erst durch die Blutung in seinem Kopf oder irgendwie in seinen Hals ist quasi das Blut geflossen und sowas und er ist dann erstickt und man hat gehört, wie erstickt ist. Das ist absolut insane, aber in dem Fall, weil er ein Amokläufer war, haha, blöd gelaufen. Trotzdem lassen die eindeutigen Obduktionsergebnisse wenig Raum für Zweifel an diesem Tatablauf. Dadurch, dass Martin zu Beginn des Angriffs geschlafen hat, ist er wehrlos gewesen. Das erfüllt das Mordmerkmal der Heimtücke. Weshalb Tanja B. am 31. Januar 2019 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wird. Gut. Tanja selbst beteuert bis zum Schluss, dass sie in Notwehr gehandelt haben. Tanjas Verteidiger argumentiert nach dem Urteil, dass das Notwehrargument zu Unrecht aus der Hand geschlagen wurde. Er weist darauf hin, dass die gefundenen Blutspritzer auf einen Kampf hindeuten würden. Zudem sieht er bei seiner Mandantin eine verminderte Schuldfähigkeit, da sie unter dem Borderline-Syndrom leidet. Tanja geht mit ihrem Anwalt in Revision. Doch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe weist den Antrag ab. Ich lache da jedes Mal, weil ich mir denke, wie kann man mit so einem blöden Punkt kommen, aber andererseits, er ist der Strafverteidiger und er muss es machen. Und viel, viel anderes wirst du da nicht finden. Tanja B. verbüßt weiterhin ihre Haftstrafe. Okay. Martin F. hinterlässt 4 Kinder, die nun ohne ihren Vater aufwachsen müssen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Zunächst möchte ich euch eine Dokumentation vom HR zu diesem Fall empfehlen. In dem Bericht werden auch verschiedene Ermittler interviewt und einige der Zitate in meinem Video stammen aus der Dokumentation. Ach cool. Aber nun zu euch. Dieser Fall wurde sich sehr oft gewünscht und ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Also, so wie es beschrieben wurde, starkes Video von Insolito, so wie es beschrieben wurde,
Und was danach passiert ist, vor allem was danach passiert ist. Ich denke mir jedes Mal, ich weiß natürlich nicht, wie ich in dem Moment handle, aber wenn sie über mehrere Tage oder wenn sie nochmal eine andere Kettensäge gekauft hat und dies und das und jenes und mit den Suchanfragen von früher, das kann unmöglich in meinen Augen ein unabsichtlicher Mord gewesen sein und keiner glaubt dir und dies und das und jenes mit den Aussagen von dem Ex-Freund, dass er da gewalttätig war und sowas. Ich glaube, das ist einer von den wenigen Fällen, wo ich dann wirklich zufrieden sein kann. Ich weiß nicht, was lebenslange Haftstrafe bedeutet in Deutschland, aber auf jeden Fall viel mehr kannst du dir dann nicht geben und deswegen bin ich da glücklich und schade, wirklich, wirklich schade, dass es einfach so blöd passieren musste und auch natürlich für die Kinder und für die ganze Familie. Also ja, gut, dass die Frau im Knast ist.